Ich hätte Ihnen gern einen Witz erzählt über die Deutsche Bahn, aber er kommt nie an. Selbstdarstellung und Aufhübschung. Haben Sie Sissi gesehen? Wo will sie hin? Zu Heidi Klum oder wo will sie hin? Ach so, kein Lohn, kein Strom, kein Geld. Ihr persönliches Bali im eigenen Land. Ach so, ach so. Also, es ist doch wirklich wieder der Gipfel, ja. Da leidet man unterm Klima, extreme Temperaturwechsel im Tagesrhythmus und Stürme und das Wasser steigt. Wie oft ist mir die Badewanne übergelaufen? Naja, nur, also, man hat schon Klebstoff an den Händen, um sich zu verbünden mit verzweifelter Jugend, die aus lauter Panik vor dem Untergang sich auf die Straße kleben, sich endlich einmischt und zu Wort meldet endlich. Da liest man in den Medien, du, im Gegensatz zu diesen aufgeweckten, selbstbestimmten, uns bewusst machenden Fridays for Future-Kindern, ist diese letzte Generation Ideologie, das ist eine Organisation, die Jugendliche anwirbt, sie instrumentalisiert, ihnen Monatsgehalt zahlt von bis zu 1300 Euro, sie psychisch vorbereitet auf eventuelle Gefängnisaufenthalte, damit sie den Staat schikanieren mit Extremismus. Ja, das denke ich mir ja nicht aus. Das schreiben die ja in ihren Protokollen selber. Wir versuchen, das Spektrum des Aktivismus zu erweitern. Bitte nicht linksextrem werden in der Außenwirkung, intern aber gerne linksextrem werden. Ach so, ach so. Was soll das heißen? Werden die alle Gehirn gewaschen wie Drückerkolonnen und Scientologisten? Ach, ja. Aber jetzt ist auch klar, warum diese beiden Klimaaktivisten, Yannick und Luisa haben die geheißen, nach ihrer Klebeaktion gegen CO2 abgedüst sind nach Bali, wo die pro Person 4 Tonnen CO2 produziert haben. Möchte denken, ja Gott, das sind 2, kann sich alle über... Doch, da sagt der Sprecher der allerletzten Generation, ja, die haben ja Bali gebucht als Privatleute und nicht als Klimaschützer. Das müsse man auseinanderhalten. Ach so, ja, dann heißt das, Klimarettung ist nur was für Geschäftsleute. Privat können wir weiter Energie verpulvern, wie wir wollen. Sie können ruhig mit Ihrem SUV weiter 250 auf der Autobahn fahren. Privat. Wenn Sie dann geschäftlich sich zwischendrin mal in den Berufsverkehr auf die Kreuzung kleben, haben Sie genug fürs Klima getan. Was willst du machen? Doppelmoral wird uns ja vorgelebt von Politikern. Nicht? Hier, Nancy Faeser klebt sich ja jetzt auch beruflich an ihr Bundesinnenministerium, damit sie Privatwahlkampf machen kann in Hessen. Und da sie die Wahl vermutlich wegen Kungelei sowieso verlieren wird, ist dieser Wahlkampf für sie Freizeit, Spaß, ihr persönliches Bali im eigenen Land. Ja. Übrigens, so ein Sitzstreik wie jetzt von Faeser im Amt hat in den 80er Jahren der damalige Innenminister von Baden-Württemberg wegen der Sitzstreiks gegen Atom neu definiert, hat er gesagt, Sitzdemonstrationen sind Gewalt. Das war schon heftig. Und zusätzlich hat er gegen diese Sitzdemonstranten den Einsatz von CS-Gas angeordnet und erlaubt. Das war brutal. Gut, wir können jetzt kein CS-Gas einsetzen gegen Frau Faeser, aber eine Androhung würde vielleicht Anstand bei ihr auslösen. Nee. Um es nicht zu vergessen, dieser Innenminister von Baden-Württemberg hat später eine sehr seltene, wundersame Wandlung durchgemacht. Weg von seiner erzkonservativen Haltung ist er liberal geworden, überparteilich, nachdenklich, gesund menschenverständig. Als Bundespräsident, es war Roman Herzog. Ja, manchmal geht es auch andersrum. Schade, dass sich Frau Faeser an ihm kein Beispiel nimmt und ihr Amt nur nutzt für Selbstdarstellung und Aufhübschung. Aber da ist sie ja nicht die Einzige. Auch Baerbock übrigens, haben Sie gelesen? Verpulvert 136.552 Euro für Pudern und Schminken und Stylen und noch on top 178.764 Euro. Ja, damit ein Fotograf das auch im Bild festhält. Was? Wo will sie hin? Zu Heidi Klum oder wo will sie hin? Und wollen wir dann was anderes von unserem Model Annalena erwarten, als dass sie Sätze raushaut wie
wir, also Deutschland, sind im Krieg gegen Russland. Das war auch eine, boah, eine Bombe. Hat gleich den neuen ukrainischen Vizeaußenminister Melnik natürlich wieder aufs Tablett gerufen, der ja gerne bekanntlich das Rumpelstilzchen spielt aus der Kornkammer Ukraine, damit wir das Stroh seiner Wortmeldungen zu goldenen Panzern spinnen. Ja doch, natürlich, bitte. Kaum hatte Olaf Scholz diese Leopard-2-Panzer freigegeben für die Ukraine, kommt Herr Melnik am selben Tag und sagt, wir wollen auch Kampfjets für die Ukraine. Und wenn wir dem nachgeben, dann will Herr Melnik wahrscheinlich gleich deutsche Bodentruppen kommen. Warum truppt Herr Melnik eigentlich nicht selber, statt Forderungen zu stellen aus seinen Plüschsesseln heraus? Apropos Plüschsessel, was ganz anderes. Haben Sie Sissi gesehen? Nein, nicht Romy Schneider. Diese neue 500-teilige Serie, Stichwort Schlacht bei Königgrätz 1806, Preußen gegen Österreich. Da sind Bismarck und Kaiser Franz Josef persönlich an vorderster Front am Mitkämpfen, so lange, bis sie verwundet sind. So, wo sind eigentlich in den Kämpfen in Kiew und Mariupol die Herren Putin und Melnik am Kämpfen? Ich frage nur. Vielleicht sollte man Herrn Melnik statt Panzern lieber die Deutsche Bahn schicken. Bis die bequem mal auftaucht zum Kampf, hat Herr Putin sämtliche Munition verschossen, weil die Bahn ewig nicht kommt. Naja, also komm, bei uns in Deutschland kommt sie nie, wenn sie soll. Das ist auch eine Tragödie, muss ich sagen, weißt du? Dass nicht nur das Kabinett, sondern auch ein großes deutsches Unternehmen nur noch taugt als Witzvorlage. Ja, kennen Sie doch. 90% der Selbstmörder auf deutschen Gleisen sterben an Hunger. Oder ich hätte Ihnen gern einen Witz erzählt über die Deutsche Bahn, aber er kommt nie an. Da sagt die Bahn, ja, das wären ja alles Sparmaßnahmen. Ja, natürlich, ja, klar, das kann man sich selber ausdenken. Wenn der Zug um 16 Uhr erst um 8 Uhr kommt, dann braucht er um 8 Uhr gar nicht eingesetzt zu werden. Das ist auch ganz logisch. Nicht? Und da gibt es ausgefallene Klimaanlagen, ausgefallene Kühlschränke in Bistros, ausgefallenes Personal, also kein Lohn, kein Strom, kein Geld, alles gespart. Und das Geld wird ja auch dringend gebraucht übrigens, weil der Bahnchef Richard Lutz soll eine Gehaltserhöhung bekommen von 10%. Das sind bei ihm 90.000 Euro. Ich habe gedacht, das wäre das Gehalt. Nee, das sind 10%. Eine Riesenaufregung natürlich. Da sagt die Bahn, das wäre Bürgernähe. Warum? Weil Herr Lutz diese 90.000 Euro schon hätte kriegen sollen 2021. Und das würde bedeuten, dass der Lutz jetzt über ein Jahr schon wartet auf die verspätete Auszahlung, womit uns Lutz sagen will, und da regen Sie sich auf über eine Stunde Verspätung auf deutschen Bahnsteigen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ich klebe mich jetzt auf deutsche Gleise, weil die Bahn uns durch hier nicht kommen, wieder zurück ins Auto treibt und das belastet bekanntlich das Klima. Kommen Sie mit?